So, herzlich willkommen zum heutigen Spaziergangsvlog. Es sollte eigentlich natürlich zu Fuß stattfinden, allerdings wird wegen des Fahrtwindes hier dieses wundervolle Fahrrad genommen. Und jetzt geht's erstmal zur Bude, dort mindestens 2 Liter Bier kaufen. Also wurde dann während der Radfahrt vergessen zu filmen. Und auch während des ersten Bieres, jetzt sind wir hier beim zweiten dieser wundervollen Biere, in diesem Park. Eine kurze vielleicht Statement zu den Inhaltsstoffen dieses Bieres. Also man sieht Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt. Und das macht Hansa zu so einem Zwischending aus einem Schrottbier und einem Okay-Bier, weil die ganzen Billigbiere, die haben natürlich nur Hopfenextrakt. Shoutout an Paderborner. Und die guten Biere, Shoutout an Wickhüller. Also die guten Billigbiere vor allem auch, Shoutout nochmal an Wickhüller, haben keinen Hopfenextrakt. Und hier ist eine Mischung aus Extrakt und Hopfen. Und damit ist das nicht ganz definierbar, aber ist ganz okay. Kann man wohl trinken. Hier schöne Doldenblütler und auch diese pinke Pflanze. Und ja, jetzt muss man noch 2, 3 Flaschen trinken und dann ist dieser Spaziergang an diesem sehr heißen Tag, Hitzewarnung überall, so warm ist ja auch nicht, beendet. Und wer in die Kommentare schreiben kann, wo ich mich hier aufhalte, der kann gerne hier hinkommen und sich auch von mir ein Bier austun lassen. Made in Holland. Gute Gazelle-Trimmer. Ja, diese Leute da haben mich zum Abbruch veranlasst. Entschuldigung. Garantiert Gazelle-Qualität 44-2. Wunderschöne Lampe der 80er Jahre, Originalklingel. Aber wer dieses Fahrrad erwerben will, kann sich gerne bei mir melden. Es ist natürlich ein Oldtimer, ein Klassiker. Unter 500 Euro geht da gar nichts. So, also bei dieser Hitze kicken die Biere natürlich voll rein. Und so habe ich jetzt einen Hansa schon abgegeben an einen lokalen Flaschensammler. Hier, wenn einer diesen Schlüssel gefunden hat, meldet euch. Und das ist dann der Rest, der da jetzt noch steht für den nächsten Flaschensammler. Venom übrigens, richtig geile Band. Black Metal, lay down your souls to the gods rock and roll. Und ja, das Angebot steht nach wie vor. Wer weiß, wo wir hier sind? Wer kann hier hinkommen? Mir in die Kommentare schreiben, mit Datum, Uhrzeit und dann tue ich einen Hansa aus natürlich. Ich drehe mich hier mal so im 180-Grad-Winkel. Da ist jetzt ein massiver Hinweis zu sehen. Eine Sekunde. Ah, jetzt überbelichtet. So, mehr Hinweis geht nicht. Und also ich kann nur sagen, wenig gegessen. Und extrem warm und das Bier kickt wieder hart. Also es kickt richtig rein, die Sonne ist jetzt da weg. Und dann geht's wieder zurück. Geht's nicht zu Fuß zurück, denn Gazelle Trimmer ist am Start. Hier auch mit professioneller Kamerahalterung auf dem Lenkrad selbst. Und reparierten Pedalen. Einfach ein wunderschönes Fahrrad. Da kann man nicht meckern. Ein Hinweis, anhand dieser Zigarettenkippen, die da überall rumliegen, kann man eigentlich erkennen, in welcher Region man sich so aufhält. Denn es gibt nicht viele Regionen in Deutschland, wo so viele Zigarettenkippen rumliegen, ob schon es dieser Park hier ist. Also da, wo am meisten geraucht wird, hier 5% und so, Venom 4,5, vielleicht erkennt ihr das auch anhand dieser Tags. Sicher auch dieser Vlog leider schon am Ende, bleibt aber unbedingt dran und abonniert auch und lasst ein Like da, wenn ihr wollt. Glocke nicht vergessen zu klicken. Und jetzt geht's erstmal weiter in diesem kurz Spaziergang-Vlog hier. Das sind übrigens so Brennnesseln, die entstehen an Stellen, wo Leute hinpinkeln. Und so fahre ich dann zurück. Ohne Licht, ohne Helm, mit Badelatschen. Ich habe ja in dem anderen Vlog schon erklärt, was ich von deutschen Radfahrern im Allgemeinen so halte. Hui, es eiert. Freunde, bis gleich. Ja, so neigt sich ein weiterer Vlog dem Ende hier, wartend auf diesen Aufzug. Und ihr wisst ja, was Sache ist. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr wisst, welcher Park in welcher Stadt das war. Und dann kriegt ihr hier von mir ein Freibier. Abo nicht vergessen. Und Glocke natürlich, damit ihr die nächsten glorreichen Vlogs... Ui. Ja, jetzt wird's schwierig, aber passt. Und dann, also Abo, ne? Abo, Glocke und Like und Teilen vielleicht. Auch unten Kommentar. 5 Sachen, 5 Aufträge für euch. Bis demnächst. Peace. Bleibt stabil. So wie dieses Fahrrad.